Hallöchen euch, herzlich willkommen zu Weihnachtsmarkt 2022 in Dortmund. Er ist schon direkt dort vorne, ich sehe gerade schon den Weihnachtsbaum. Und wir schauen mal, wie es dieses Jahr aussieht. Letztes Jahr war es wie das Jahr davor. Mal schauen, ob es dieses Jahr auch so ist wie letztes Jahr. Jedenfalls machen wir eine kleine Tour. Ich zeige euch die Buden, die ich gerne mag, wo ich gerne hingehe. Und grundsätzlich gehen wir einfach mal drüber, damit ihr seht, was es hier so gibt. Wo gibt es vielleicht was Leckeres zu essen? Wo kann man Glühwein trinken? Welche Buden sind besonders schön anzusehen? Wir schauen uns alles an. Und jetzt schwenke ich direkt einmal rüber. Und dann sehen wir auch schon den Weihnachtsbaum. Ich bin jetzt hier, das müsste hier, glaube ich, schon Hansastraße sein. Die Hansastraße ist nämlich dann da hinten. Ich glaube, das ist hier auch schon Hansastraße. Na, jedenfalls ist das dann hier der Hansaplatz, wo da hinten übrigens auch Karstadt ist, was auf der Kippe steht leider. Da habe ich quasi, bin ich mit aufgewachsen, als Dortmunder Kind. Und da vorne dann halt der Weihnachtsmarktbaum. Heute ist der 17., sprich er hat heute erst aufgemacht. Wir gehen also ganz frisch drüber. Ist jetzt nicht das allerschönste Wetter, ein bisschen bewölkt, hat auch ein bisschen geregnet. Jetzt gerade geht es aber Gott sei Dank. Und die Lampen, die gehen dann erst ab Montag an. Sonntag ist ja Feiertag und danach wird dann der Baum beleuchtet. Sieht eigentlich so aus wie jedes Jahr, habe ich das Gefühl. Ich meine, in der Anfangsphase hat er öfter mal das diese eingewechselt, aber kostet vermutlich auch eine Menge Holz und deswegen lassen wir es irgendwie so ein bisschen simpler. Hier seht ihr dann übrigens da, wo es am Weihnachtsmarkt das größte Gelage gibt jedes Jahr, in der Hütte mit Glühwein en masse. Heißer Tipp übrigens, immer Flachmann dabei haben und dann kann man sich den Schuss hier sparen. Also nicht nur hier, sondern auch bei anderen Läden. Aber andererseits reicht auch schön warmer Glühwein, um einen sitzen zu haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal so über den Hansaplatz. Es ist auch noch nicht zu voll, das ist gut. Natürlich geht man am besten abends meiner Meinung nach drüber. Aber hier bei Tageslicht kann man am besten sehen. Hier vorne haben wir schon einen Laden, der da heißt Extrawurst. Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der schon immer so hieß. Aber vielleicht heißt der nur anders. Wir gehen jetzt einmal hier rechts rum. Ich entschuldige mich, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen den Boden filme, falls mir Leute zu sehr entgegenkommen. Gehe ich halt immer ein bisschen weg mit der Kamera. Ja, hier hatten sie früher, ich weiß jetzt nicht, was Salasas ist. Gehen wir mal einfach mal gucken. Showzeiten. Ich habe keine Ahnung, irgendeine Show soll da drin sein. Ich glaube, hier kann man Fotos mit dem Weihnachtsmann machen. Irgendwann mal. DEW wünscht frohe Weihnachten. Jo, ich freue mich schon, bis meine Stromnachzahlung kommt. Und Gas. Ich glaube, der steht hier jedes Jahr an der gleichen Stelle. Hier kriege ich mal seine Süßigkeiten und Co. Links müsste gleich der Käsestand kommen. Ja, ich sehe schon Käsespezialitäten. Backfisch haben wir ja auch. Das ist übrigens die Löschanlage für den Baum. Der hat ja innen drin eine Sprenkelanlage. Sprich, wenn das Ding mal anfängt zu brennen, dann wird hier gelöscht mit eigener Anlage. Hier gibt es Räucherfische. Hier vorne rechts wird sich auch gern getroffen, um Becher zu heben. Trockenfrüchte da vorne, Felle. Es sieht irgendwie auch so aus wie jedes Jahr. Ich frage mich gerade, da kommen sie dann wahrscheinlich irgendwo raus zum Posaune spielen. Das passiert ja auch jedes Jahr. Aber irgendwie sieht das ein bisschen anders aus als sonst. Ich meine, da war sonst immer ein größeres Fach drin, wo die rausgucken. Glühweinstand, der nächste. Es ist jetzt schon für nachmittags an einem Mittwoch schon. Ja, alles andere als voll, weil ich sage euch, am Wochenende, abends oder auch wenn gutes Wetter ist, dann schiebt man sich hier durch. Hier gibt es so ein paar Orte, da geht man wirklich auf Kuschelkontakt mit anderen. Also da ist dann wirklich sehr viel los. Wir gehen jetzt hier mal hoch. Wir sind gerade da oben lang gegangen, damit ihr das alles einmal so ein bisschen seht. Kann man sich so ein Deko-Sachen kaufen, Holzsachen. Ich glaube, das sieht auch exakt so aus wie jedes andere Jahr. Schneebälle übrigens sehr geil. Schön voll mit Zucker und Fett. Lebkuchen. Der Wokmann ist auch wieder da. Hast du hier vorne den Stand gesehen? Wir gehen jetzt einmal hier außen lang.
Schals, wenn einem dann plötzlich kalt wird. Ich hätte mir übrigens auch gerne einen Schal mitnehmen sollen. Holzschnitzerei Bachmann. Da bin ich mir nicht sicher, ob die schon jedes Jahr hier war. Wohingegen hier zum Beispiel der gebrannte Mandelstand hier öfter war. Und ich glaube, der Kartoffelladen hier auch. Jetzt gehen wir, wenn man hier rumgeht, da ist jetzt nichts. Wobei, also man muss ein bisschen weiter gehen. Wir gehen jetzt hier mal wieder zurück zum Altmarkt. Da ist dann der nächste große Teil. Hier, wie gesagt, der Hansaplatz. Reibekuchen, ja. Richtig schönes Soulfood, schön in Fett geschwommene Kartoffeln, knusprig frittiert, dazu süßes Apfelmus, Apfelkompott oder wie auch immer ihr es nennen mögt. Sehr, sehr geil. Die Bude da oben übrigens, ich glaube, die wurde noch nie vermietet. Ich habe da noch nie irgendjemanden wohnen sehen. Ich habe mal irgendwie den Preis gehört. Ich habe es nur vergessen. Ich weiß nur noch, dass es unfassbar viel war. Ja, hier Backfisch direkt an der Ecke. Das ist jetzt hier, wie gesagt, der alte Markt. Und da vorne gibt es auch gleich ein Restaurant, das heißt Alter Markt. Und da, finde ich, gibt es den besten Glühwein. Also, ich war dieses Jahr noch nicht Glühwein trinken, aber zumindest war die Jahre davor immer der beste Glühwein dort. Aber ist am Ende halt auch Geschmackssache. Die Veggie-Hütte. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon mal da war. Auch immer sehr beliebt ist da unten. Wir gehen da gleich gucken. Kartoffelladen. Hier übrigens schade, ne? Wenn ihr dann... absolut schon alkoholtechnisch und auch sonst ja, abgestiegen seid, dann kann man am Ende noch ins Stade gehen. Ich war da auch schon mal und ja, läuft. Weinhaus. Honigmilch, interessant. BVB Fanshop hier an der Ecke. Als kleiner Tipp von mir, ich habe auch mal tatsächlich hier vorne gewohnt, direkt hinter dieser Häuserreihe, hier mitten in der Innenstadt. Und dann bin ich immer meine Brötchen kaufen gegangen, also für die Nicht-Dortmunder, die Dortmunder dürfen es kennen. Da vorne in der Ecke, wir gehen da mal schnell gucken, so als Empfehlung, Fischer am Rathaus, die älteste Bäckerei Dortmunds, über 100 Jahre. Der Herr Fischer damals, der es gegründet hat, da arbeitet jetzt noch die Frau Fischer, ich glaube, das ist dann die Tochter. Oder Enkelin, oder weiß ich jetzt nicht, wie weit es zurück. Er müsste eigentlich noch weiter zurückgehen. Die haben den Salzkuchen erfunden, den ihr gleich, das zeige ich euch, auch am kulinarischen Fenster bekommt. Der Salzkuchen sieht aus wie ein Donut. Nicht wie ein Donut, wie ein Bagel. Eher wie ein Bagel. Und ist luftig mit Salz obendrauf und Kümmel. Fisch am Rathaus. Leute, geht dahin, holt euch Brötchen, Kuchen, alles. Großartige Empfehlung. Wenn ich euch 2-3 Brötchen empfehlen darf, nimmt Böli mit, Dinkelbrötchen und also wie gesagt, alles ist gut. Ihr könnt auch gerne Dreikorn mitnehmen, ihr könnt auch eine Müsli, ihr könnt auch Müslibrötchen mitnehmen. Also wirklich top. Mein Lieblingsbrötchen ist das Dinkelbrötchen und das Böli. Also wirklich toll und die backen auch da vorne drin, die backen alles in dem Laden da. Das ist halt wirklich super, das findet man sonst nirgendwo mehr. Und trotzdem verhältnismäßig im Vergleich zu Ketten und so weiter günstig. Aber ich glaube, die haben auch Kohle, denen gehört das ganze Haus, die brauchen wahrscheinlich keine Miete zahlen, dann kann man das irgendwie auch weitergeben. Hier gibt es übrigens auch Grünkohl hier rechts, wenn man das jetzt mag. Also ich finde es geil, ja, Grünkohl, richtig schön, da wird man auch richtig schön warm von, wenn man das dann trinkt. Ach, trinkt, isst. Sorry, ich habe da vorne den Glühweinstand gesehen, ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt gewesen. Genau, hier gibt's. Nee, hier war eigentlich auch immer ein Glühweinstand, der ist jetzt irgendwie weg. Stattdessen ist da ein Stand der Volkshochschule Dortmund. Okay, das war immer so eine, wie so ein Fass sah das aus. Hier ist dieser Kinder-Grusel-Märchenwald mit Donald Duck komischerweise. Hier war ich früher natürlich auch als Kind fahren. Hier vorne, ich muss mal kurz gucken, dass ich die Gesichter Leute soll. Kulinarische Fenster. Hier gibt es den besten Glühwein und dort könnt ihr auch sehr guten Glühwein essen gehen. Eine geile Pizza wollt, 60 Seconds to Napoli. Ihr werdet nur abends keinen Platz bekommen, wenn ihr nicht reserviert. Wir sind gerade da oben lang gegangen. Wir gehen jetzt hier durch. Hier gibt es noch mal Süßigkeiten. Klamotten. Eine Bühne war, meine ich, da hinten sonst auch. Die ist irgendwie auch nicht mehr da.
Genau, hier ist der Kartoffelkönig. Da bekommt ihr Kartoffeln. Nochmal Glühweinstand, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob der hier vielleicht sogar neu ist. Hier haben wir nochmal Süßigkeiten. Da ist ein flauschiger Hund. Weiß gar nicht, was das hier ist. Früchtebrot und Co. Kinderkarussell. Hier haben wir so ein bisschen Weihnachtsklimbim. Finde ich nett. Hier hinter quasi parallel geht dann der Hellweg lang. Den sehen wir gleich. Wir gehen jetzt erst einmal. Bei dem Stand bin ich mir auch nicht sicher, ob der schon immer hier war. Korrigiert mich gerne. Ich kenne jetzt auch nicht jede Ecke auswendig. Ich bin natürlich jedes Jahr hier. Schon seit unsagbaren 37 Jahren. War jede Ecke kenne ich natürlich auch nicht. So, ein paar Meter gehen wir jetzt in die Richtung noch. Ich zeige euch das gleich. Weil der Weihnachtsmarkt, der ist so ein bisschen getrennt, was die Plätze angeht. Und die sind ja so ein bisschen verbunden mit so Wegen, sage ich jetzt mal. Ups, jetzt komme ich. So. So, hier waren wir gerade. Hier war dieses früher das Fass, wo ich euch erzählt habe, wo man. Da gab es auch mal ganz guten Glühwein, ist aber irgendwie weg. Hier gibt es jetzt Schmuck. Ich meine, hier war sogar auf dem Weihnachtsmarkt schon mal so ein Greifautomat, der ist jetzt aber irgendwie auch nicht da. Das ist die Reinoldikirche, kennt man als Dortmunder oder Dortmunderin. Ansonsten, ja, bekannteste Kirche in Dortmund nach dem heiligen Sankt Reinoldus. Ist eine evangelische Kirche, für die, die es wissen wollen. Da hinten das natürlich sehr weihnachtsmarktmäßige Riesenrad, gehen wir gleich auch gucken. Hier der Westen-Hellweg. Und hier sind wir jetzt beim nächsten Teil und kommen gleich zu einer kulinarischen Empfehlung. Churros, ich meine, früher war hier immer ein Kastanienstand, der musste dann wohl den Churros weichen. Hier, genau hier ist immer das meiste Gedränge. Hier wird man so richtig durchgeschoben, das sieht man jetzt schon, dass es hier voller wird. Was meint ihr, was hier am Wochenende los ist? Hier kommen wir gleich lang. Wir gehen jetzt hier. Mal gucken, was hier so ist. Fischhaus. Ich glaube, hier habe ich mir auch schon mal einen Backfisch gekauft oder sowas. Ja, und dieser Nuss- und Früchtestand, den gibt es hier, glaube ich, auch jedes Jahr. Und hier, Kult in Dortmund, westfälischer Grillschinken. Gucken, ob da schon ein bisschen so Schinken sich bewegt. Ja, das ist wirklich eine kulinarische Empfehlung. Saftig, würzig, sehr gut. Hier so ein bisschen Disco-Almhütte oder was auch immer das sein soll. Gefällt mir persönlich jetzt nicht von den Farben her, aber sonst ist das natürlich cool mit diesem Almhüttencharakter. Genau, haben wir Mandeln. Jetzt ab hier, das da hinten ist Osten-Hellweg, weil da ist Norden, da ist Süden. Da ist Osten und hinter meinem Rücken ist Westen. Und ab diesem Punkt wird der Hellweg quasi, ändert er seinen Namen. Hier ist er noch Westen-Hellweg. Und sobald wir hier über die Kreuzung sind, ist es Osten-Hellweg. Nur so als Info, wenn man sich das merken möchte. So, das hier ist jetzt die Kleppingstraße. Die gehen wir jetzt auch mal hoch. Hier habe ich tatsächlich mal gewohnt, das, was ich gerade sagte. Ich habe nach innen gewohnt zum Innenhof. Aber ich hätte rein theoretisch nach vorne gehen können und auf die Buden gucken. Also ich fand es immer ganz cool, so auf dem Weihnachtsmarkt zu wohnen quasi. Ja, Kartoffelpott, der steht sonst woanders. Ein bisschen schlanker sieht es hier aus. Ich meine, dass hier sonst auch Buden standen. Hier haben wir noch mal Langosch, die sind hier auch jedes Jahr. So, hier haben wir noch mal ein paar kleinere Buden. Hier kann man viel so Souvenirs kaufen, Kleinkram. Das ist hier viel an der Kleppingstraße.
So, hier haben wir auch nochmal zum Abschluss ein Bistro. Wenn man jetzt hier hochgeht, kommt man zum Wall, der einmal ganz rumgeht. Wenn man jetzt hier rechts geht, da ist dann an der Ecke Fischer gewesen, die Bäckerei, so zur Orientierung. Jetzt mache ich einmal die Kamera runter, damit ich die Polizei nicht filme, das darf man bestimmt nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier sind, ja, wie gesagt, nochmal so ein paar kleine Buden mit Stofftieren, Mützen. Und ich muss mal kurz was gucken. So, weiter geht's. Ich musste gerade einmal kurz schauen, ob das mit der Aufnahme alles geklappt hat. Wäre sonst ärgerlich, wenn alles umsonst war. Ja, also wie gesagt, zum Shoppen hier gerne Kleppingstraße mal gucken, wenn man vielleicht findet man so kleinere Weihnachtsgeschenke oder sowas. Ich finde das meistens ganz nett, einfach so über den Markt zu gehen. Ich gucke gar nicht großartig bei den Ständen, außer da, wo es vielleicht was Leckeres zu essen gibt oder sowas. Aber ich mag halt einfach die Atmosphäre, dafür gehe ich über den Weihnachtsmarkt. Hier gab es, glaube ich, auch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, hier gab es nicht auch mal einen Stand, wo man so alte Videospiele kaufen kann. Und ich als Videospieler bin natürlich sehr interessiert an sowas. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Da habe ich sogar schon mal einen N64-Controller gekauft. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Glühweinbude. Jetzt gehe ich mal ganz schnell an den Polizisten vorbei, damit ich die nicht vor der Kamera habe. So. Hier war auch mal so ein, da stand glaube ich hier so Hefe, ach doch, da ist er doch immer noch, hier gibt es Germknödel, genau, sehr geil. Also hier Osten-Hellweg und hier Kinderkarussell, da vorne müsste es gleich einen Stand geben mit Glühweinbonbons, auch der hier ist hier, ich glaube, den gibt es schon seit ich Kind bin. Ah, da ist was Neues. Oh, tatsächlich, der Glühweinbonbonstand, der war sonst hier. Der ist irgendwie woanders. Dafür gibt es jetzt, Maronen sind jetzt hier, das ist anders. Die Klamottenläden, die gab es vorher, glaube ich, schon. Was jetzt neu ist, ist das hier. Diese weihnachtliche, nicht sehr schöne Deko. Ah ja, das Dortmunder U, Unionsbrauerei, also Union Siegelbrauerei. Dann haben wir hier nochmal eine Skulptur, die auch ehrlich gesagt ziemlich hässlich ist, wie ich finde. So, und hier jetzt nochmal aus der Perspektive, Rhein-Nulli-Kirche. Und hier gibt es auch wieder Pommes. Wikinger-Lachs, sehr geil, Flammlachs. Das Honighaus, immer sehr cool, da gibt dann so Honigkerzen und sowas. Genau, hier gibt es so Met und Co. Stoffe, Schüsseln und sowas. Ah, jetzt sind die Bonbons vielleicht hier, aber ich bin noch nicht sicher, ob der gleiche Betreiber ist, ehrlich gesagt. Das Kasperle-Theater. Nostalgie-Theater heißt es. Ah ja. Auch nochmal Churros. Ah ja, und ich glaube, das hier ist auch. Wobei, hier bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, das war letztes Jahr auch hier. Dieses Kinderkarussell, ebenfalls schon immer da gewesen. Und hier haben wir dann das Riesenrad. War ich noch nie drauf, ehrlich gesagt. Hier, genau, hier sind nochmal, ist nochmal Glühweinstand, hier rechts. Ach, mal hier. Das hier ist auf jeden Fall, glaube ich, neu, das Dingen. Denn hier war vorher eine Baustelle, deswegen kann das hier nicht gestanden haben. Ist das der schöne Dortmunder Weihnachtsexpress. Wenn es leuchtet, sieht es bestimmt geiler aus. Jetzt ist so ein bisschen, naja, ist okay. So, jetzt gehen wir nochmal da, wo ich vorhin gesagt habe, wo es besonders eng ist, immer wenn da gut was los ist. Da gehen wir jetzt nochmal lang. Ach guck mal, die haben die Treppen weggemacht. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Hier waren vorher Steintreppen, die haben sie abgerissen.
Also das, manch einer denkt sich jetzt vielleicht, ist doch egal, haben sie halt die Treppen weggerissen. Aber ich bin 37 Jahre meines Lebens über diese Treppen gelaufen, jetzt sind sie plötzlich weg. Hier an der Seite sieht man die noch ein bisschen. Vielleicht haben sie die da gelassen. Ja, hier. Hier, die reißen sie ein. Nee, oder sind die doch noch da? Oder sie haben was drüber geschüttet? Ja, nee, vielleicht haben sie nur was drüber geschüttet, damit es irgendwie... Also hier sind sie da. Nee, die reißen sie wirklich raus. Unfassbar. Meine geliebten Treppen. Nee, ich mach ein bisschen Spaß, aber also, manch einer wird es vielleicht nachvollziehen können, dass es irgendwie komisch ist, wenn etwas, was man sein Leben lang kennt, plötzlich weg ist, wo man vielleicht schon tausende Male drüber gelaufen ist. Irgendwie merkwürdig. Nun denn, da vorne war die Engstelle, wo schon so alles, wo es immer so voll ist. Hier nochmal Ranolli-Kirche aus der dritten Perspektive. Hier nochmal so ein paar Stände, Bratwürste. Hier müsste es irgendwo auch so einen Laden geben, wo so Schokowerkzeug verkauft wird. Und ich glaube auch nochmal so Lebkuchen und so. Genau, hier ist der creepy Märchenwald, der absoluter Horror für mich wäre, wenn ich ein Kind wäre. Ich meine, sieht die jetzt irgendwie freudig aus? Ich meine, da kriege ich doch die Scheißerei, also ehrlich jetzt. Oder hier die Zwerge. Guck mal, sie sieht aus wie so ein Zombie, ey. Ich meine, was ist los? Aber die Fenster waren von hellem Zucker. Faustdick hinter den Ohren, ich sag's euch, ey. Komische Geschäfte am Laufen, der Zwerg. Die alle. Meine Fresse. Der Baum, der geht ja vielleicht noch und sie hat hier irgendwie was genommen, habe ich das Gefühl. Ich meine, sorry, jetzt mal ganz im Ernst. Ach du Schande, ey. Der Djinn? Sorry, aber ich meine, ich finde es cool, dass es da ist, aber statt Dortmund, bitte komm, nimm mal ein paar tausend Euro in die Hand und mach mal ein neues Ding hier hin. Das ist ja schrecklich hier. Auch wenn es gleichzeitig irgendwie, was ist das denn hier eigentlich für ein Märchen mit dem Typ da oben? Müsste das nicht eigentlich, ach so, das soll eine Frau sein. Das sah gerade irgendwie so ein bisschen, ich dachte gerade, es wäre so ein Typ, so ein orientalischer Typ. Ich glaube, das soll hier Dings, die mit den Zöpfen sein, oder? Und wo sind die Zöpfe? Wie heißt sie nochmal? Rapunzel. So. Jetzt haben wir gleich noch so eine Hexe. Moment. Wir gucken gerade welche, die bestimmt Spaß haben. So. Genau, da unten brennt der Ofen, wo dann die Kinder reingeschmissen werden, bei lebendigem Leibe verbrannt. So viel zum Thema Kindergeschichten. Ja, die Hexe ist böse, ne? Wir gehen nochmal weiter. Genau hier. Hänsel und Gretel. Wer jetzt wer ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist dann die Hexe. Das Kind hat jedenfalls Spaß, also scheint es nicht ganz so schlimm zu sein. Nun denn, jetzt gehen wir noch zum letzten Teil. Es ist nur noch ein kleines bisschen und ich bin gar nicht sicher, ob der dieses Jahr wirklich was ist. Da gehen wir einmal schnell hier ein Stück des Hellwegs lang und dann sind wir fast schon durch. So, einmal schnell durchlauf. Jetzt kommen wir hier zu der Kreuzung. Hier rechts sind immer noch so ein, zwei kleine Buden und ich glaube so dieses Kerzenspiel, wo so Kerzen stehen und so ein Rad antreiben. Das Ganze in groß, zumindest als Deko und ich glaube da drin kann man auch einfach saufen. Genau, hier gibt es nochmal Mandeln und da müsste es gleich sein, da ist es, da gehen wir es noch einmal gucken. Hier nochmal als Erinnerung ist der Hansaplatz, hier ist Karstadt, wir waren, da vorne haben wir angefangen, da ist der Baum. Ach, also auch hier nochmal Backkartoffeln, Crepe oder auch Krebs genannt, Krebs. Sprechen die Franzosen das eigentlich auch Crepe aus? Die sprechen das bestimmt irgendwie so ein bisschen mehr so französisch aus, so glatter irgendwie. Schütz Bratwurst mit Lightshow. Und hier der nächste Stand für Alkohol.
Ja. Und damit wären wir durch mit dieser kleinen Weihnachtsmarkt-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne schreiben, wo ihr gerne auf diesen Weihnachtsmarkt hier hingeht. Wenn ihr aus Dortmund kommt oder zumindest den Weihnachtsmarkt kennt, wo geht ihr gerne hin, wo geht ihr gerne was essen, was gefällt euch hier besonders gut. Und falls ihr neu hier seid, dann bin ich mal gespannt, was euch am besten gefallen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit an dieser Stelle schon mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.